herzlich willkommen bei Orks and Men. Ich habe hier so ein kleines Problem. Ich bin in so einem Hinterhof gelandet, wo zwei Wachen rumpatrouillieren. Ohne mich hat Ark keine Chance. Ja. Ich sollte sehen, was er treibt. Ruhe. So, den Lanzenträger werde ich jetzt mal wegmachen. Grün heute! Halt! Und 2-2-2. Greift sie an! Ausgewichen. Zack. Zack. Und noch einen. Zack. Und jetzt hau ich mal ab. Tschüss. Komm mir doch nach. Ich habe da eine Überraschung für dich. Ja, genau. Den meinte ich. Ich mache mal eine Betäubung. Und dann einen Rundumschlag. Nicht, sondern hier den harten Angriff. Zack, zack, verwirrt und wumms, wumms. Ja, Bud Spencer ist ein Scheißdreck dagegen. So, und der Kleine läuft schon wieder irgendwo hin, ganz eigenständig. So, wo haben wir denn hier Gegner eigentlich? Da oben. Dann gehen wir doch da mal hin und machen da ein Todfeind, Todfeind. Zack! Hälfte weg! Provoziert? Hat der mich provoziert? Das ist keine gute Idee. So, da sind noch mehr. Wieder ein Todfeind, ein Rundumschlag. Na gut. Ich glaube, den Todfeind habe ich noch gar nicht richtig gelegt hier. Und den Kleinen werde ich jetzt mal schön auf ein bisschen Entfernung bringen. Zack. Ja, komm schon! So, und jetzt machen wir hier nochmal eine schöne Betäubung rein, bitte. Der macht mir jetzt nicht viel Schaden. Pam! Das sah aus, als hätte die Faust gerade das Genick gebrochen. Sah gut aus. Aber haben wir hier schon wieder... Oh, hier sind ja noch mehr Wachen. Dann gehe ich nochmal wieder ins Stealth-Modus. Ja... Muss ich mal gucken, ob ich an denen vorbeikomme jetzt diesmal. Nein! Oh Mann! Ich muss unbedingt das skillen, dass er das Styx irgendwie so ein bisschen... Halt, stopp! Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. So. Fähigkeiten. Was haben wir denn hier für Todfeind? Haben wir 3, 5, 4, okay. Aber die... Wollte ich das überhaupt? Das ist alles gut. Also Todfeind ist 5, alles klar. Dann mache ich jetzt hier eine Betäubung und danach Todfeind... na, siehst du mal, jetzt habe ich den Rundumschlag genommen. Wieso Todfeind war das? 3. So, so war das. So wollte ich das machen. So, und der Kleine muss jetzt auch mal einen Nahkampf machen, leider gerade. Machen wir den eine destabilisierende Attacke. Komm schon! Oh. Kriegt richtig auf die Fresse gerade. Wir machen mal bei ihm hier so einen Rundumschlag. Der könnte sich jetzt doch tatsächlich lohnen. Die sind alle so rüstungsintensiv. So, der eine ist weg. Und ich glaube, er hier flippt gerade wieder aus. Deshalb würde ich mal sagen, dass wir den Kleinen für den da hinten nehmen. Zack, 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 zack. Wenn ich mich jetzt hier umgucke, dann sieht der zwar halbwegs tot aus, aber ich gehe mal jetzt hier einfach nach oben. Nochmal hier aus der sicheren Entfernung. Aua! Nicht. Oh Mann. Du Trottel. Dass der auch noch mir hinterher rennt. Komm, jetzt mach den weg wenigstens. Dankeschön. Ja, genau, jetzt hier. Sauer ist er. So, bitte einmal den Verbündeten erwecken. Dass der immer so ausrastet. Halt! Du sollst den Verbündeten erwecken. Dankeschön. So, und er hier darf auf ihn hier gehen und zack, zack,
Zack. Das macht, da macht er natürlich nicht so viel Schaden. Und noch ein. Ja! Und eine neue Stufe. So, ich höre immer noch Musik. Aber hier sind wir ja nicht bei Hard Reset, wo es immer bedeutet, Musik gleich Gegner. Und ihr zwei, was besprecht ihr so? Okay, ich glaube, wir haben erfolgreich aufgeräumt. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo Feuer legen können. Schauen wir das mal hier an. Was ist denn hier so? Hier ist gar nichts. Dann bringt das wohl nichts. Arkal kommt schon irgendwann wieder nach. Wir können hier einfach nochmal weiterlaufen. Vielleicht da hinten. Oder sollen wir nochmal ganz kurz... Vielleicht sollten wir das machen. Einmal kurz killen. Attribute. Ich mache hier mal die Beweglichkeit wieder etwas höher. Und bei den Fähigkeiten gucke ich mal, dass ich jetzt... Müsste ich ja bald mal alle haben. Irgendwo, glaube ich... Regeneriert, belebt, belebt wieder... Achso, nee, ich wollte ja... Was wollte ich denn vorhin? Gerade eben wollte ich doch noch was ganz Wichtiges machen. Unbedingt... Ach ja, dass ich näher ran kann an die Leute. Welches ist denn das? Das hier. Wirft... Nee, das ist es nicht. Genau, Stücks in Tarnstein. Das habe ich, glaube ich, schon geskillt. Da kann ich wohl nicht näher ran. Na gut, dann hilft das wohl alles nichts. Dann gehen wir mal auf... Was machen wir denn? Insgesamt Verwundbarkeit verursachen, Kontraktionsfähigkeit und funktionale Nahkampfstellung. Das ist auch nicht schlecht. Das mache ich, glaube ich, mal. So. Und Arkal ist auch noch dran. Da darf auch noch mal diesen Todfeind. Der Angriff erhöht die Wut um 50%. Was ist denn das hier? Stücks wirft eine selbstgemachte Mixtur, welche die Lebensenergieregeneration von AK beschleunigt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube aber, dass ich den... Die Verteidigungsstellung, den Angriff... Obwohl, den nutze ich eigentlich auch nie. Das hier ist vielleicht besser. Erhöht sich um 10% in der Verteidigungsstellung. Das ist doch gut. Und Attribute geben wir... auf Stärke. So, Änderungen übernehmen und wir gucken hier mal weiter. Map. Was sagt uns denn die Map? Da müssen wir hin. Dann lass uns doch da mal hingehen. Inhalt wird gespeichert. Ich hoffe doch, dass ich das endlich mal hinkriege, dass ich diesen jetzt hier meucheln kann. Zack! Die haben jetzt, die stört das gar nicht. Ich dachte, die hätten das Trauma ihres Lebens, aber von wegen. So, öffnen. Handschuhe des Scarlets. Scarlets war doch irgendwas für den Styx, ne? Genau. Was haben wir denn da? Schadensreduktion 3, Energie 5. Standfestigkeit 5. Das macht ja jetzt nicht so viel aus. Ha, die haben ja jetzt gesehen, wie hier dem Typen die Kehle durchgeschnitten ist, waren überhaupt nicht erstaunt, sondern haben einfach nur weitergeguckt. Und als ich dann erschienen bin, dann sind sie aber so richtig angstvoll geworden. Guck mal, wer da noch kommt. Benjamin Blümchen. So. Guck mal, was hier so? Köter. Ich kann nicht einfach ohne den Großen gehen. Würde ihm nicht gefallen. Ich sollte ihn holen. Ach komm schon. Mach einfach mit. So. So, ich habe Köter gesehen. Das ist unangenehm. Aber den Lanzenträger wenigstens wegzumachen, das wäre schon mal eine feine Sache. Ich versuch's mal. Wenn ich schnell genug bin. Zack! Und weg war der Lanzenträger. Da haben wir zwar direkt noch einen weiteren gehabt, aber das macht ja nichts. So, wir sind hier und zack. Auf den Lanzenträger gehe ich dann noch direkt mal mit 2-2. Und mit ihm hier versuche ich mal den noch abzupassen. Und dem eine Ohrfeige zu verpassen. Und dann wie üblich
im harten Angriff. Unterbrechung. Ah, verwirrt. Und jetzt mal einen Rückenangriff, bitte. Huch, hier sind aber viele jetzt unterwegs. Das wollte ich nicht. Aua, der hat eine richtig gerade draufgekriegt, rund um den Griff. Zack, und weg. Ich glaube, dass Arkhal direkt bald ziemlich sauer sein wird. Jetzt können wir mal das ausprobieren hier mit Styx. Wirft ein Fläschchen auf Arkhal. Warte mal, wo ist denn das? Muss ich das bei Arkhal gucken? Halt, wieso habe ich mein Menü nicht mehr? Ach, weil der schon wieder sauer ist. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Ich darf hier bestimmt auch nicht mehr raus. Kann ich mit dem weglaufen vielleicht? Ja, das geht. Das mache ich mal. Und laufe nochmal weiter weg. Das sind mir zu viele Gegner. Wollen wir mal versuchen, ob das klappt, dass ich hier durchkomme und hier Arkhal wiederbeleben kann. So, und jetzt direkt hier. Hier machen wir einen Rundumschlag und noch einen Rundumschlag. Das wird jetzt gar nicht so einfach. Sollte vielleicht versuchen, in der Verteidigungsstellung dann weiter zu kämpfen. Und hier machen wir schön auf ihn hier erstmal zwei solche Angriffe. Zack. Da einer weniger. Dann jetzt auf den Kampfhund bitte, dass der auch weg ist. Zack. Und jetzt machen wir mal hier eine destabilisierende Attacke. Mal gucken, ob das was bringt. Danach direkt die Wurfdolche. Zack. Verwirrt. Sehr gut. Und zack. Hier müssen wir auch nochmal ein bisschen Todfeind. Todfeind. Huch, wo kommt denn jetzt der Köter wieder her? Uah, das ist ja gar nicht gut. Uiuiuiui. Ich muss jetzt weglaufen. Leider bin ich jetzt aber tot. Damn it! Dabei war das jetzt doch ein spannender Kampf, muss ich sagen. Leider mit diesen Meucheln klappt das nicht immer so gut, wie ich das gerne hätte. Ich kann ihn entweder führen oder verkaufen. Aber ich kann ihn nicht alleine lassen. Ja. Ich sollte ihn holen. Ich muss jetzt doch mal gucken, ob ich vielleicht mehr meucheln kann. Zum Beispiel den Typen da hinten. Wenn ich den irgendwie meucheln könnte, vorher, wäre ich nicht schlecht. Ich laufe jetzt mal hier einmal mit dem Hund einfach hinterher. Da steht auch noch einer. Guckt euch das an. Den kann ich ja auf jeden Fall nochmal meucheln. Das hat auch keiner gemerkt. Sehr gut. So, da durchzukommen wird allerdings gar nicht so einfach. Da steht Arkhal. Da müssen wir hin. Und hier stehen die ganzen Gegner. Das heißt, ich könnte auch einmal ganz außen rumlaufen. Nee, könnte ich nicht. Ich komme von hier, da ist kein Durchgang. Verdammt. Und der Hund, der macht mir Sorgen. Da sind zwei. Ich muss an denen vorbei. Ah! Ich wusste es doch! Dammit! Jetzt geht's wieder los. Von vorne. Na gut. Wir haben einen wenigstens gemeuchelt. Das haben wir vorhin auch gehabt, aber was soll's. So. Zack. Direkt mal auf den... ihn hier. So, kannst du vielleicht auch mal was machen? Wie wär's? So, ich muss jetzt leider ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen diesmal mit Stoppen das Ganze machen. Hier. Geh weg. Ja, sehr gut. So, zurück und Rundumschlag auf ihn hier. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wesentlich weniger Gegner diesmal. Und die Lebensenergieanzeige ist auch noch da. Mit ihm haue ich mal ab kurz. Juhu. Solange der Arkhal sauer ist. So, der ist immer noch sauer. Und hier können wir ja nochmal zur Hilfe kommen und einen
Bist du noch sauer? Nein, er ist nicht mehr sauer. Gott sei Dank. So, das hätten wir dann jetzt diesmal auch geschafft. Nicht so elegant, wie ich gerne gewollt hätte, aber ein Versuch war es wert. Schauen uns hier nochmal kurz um. Da ist nichts. Hier ist nichts. Da ist was. 2 Handelspunkte. Das ist doch auch gut. Kann man wieder ein bisschen Ausrüstung verbessern. Sehr gut. Also, die Dialoge gefallen mir ja immer sehr gut hier, muss ich sagen. Dann auf jeden Fall erwachsene Dialoge. Der hier war auf jeden Fall nicht schlecht, dass wir den weggemacht haben, denn so richtig gepanzerte und gerüstete Ritter sind immer schwer zu bekämpfen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen direkt hier lang. Dann gucken wir uns doch mal weiter um. Ja, sie haben ihn gestern eingesperrt. Es macht mich krank, sie hier zu beschützen, während sie ihn rösten. Was hat er getan? 2 Fässer geschmuggelt. Das ist doch gar nichts. Null Toleranz. Selbst der Anführer wurde ausgefragt. Es sind nun schon Stunden. Was machen die da drin? Sie beten für ihre Seelen. Tja, klar. Warte, ernsthaft? Das sind die Haustiere des Großinquisitors. Ich will also nicht wirklich wissen, was sie tun. Lass uns lieber still sein, bevor er wiederkommt. Alter Schwede, man hat keine guten Freunde bei der Inquisition. So sieht's aus. So, diese 2 Typen werden wir gleich in der nächsten Folge fertig machen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.